Tjus. Kijk eens, Aad. Oh, Tom en Jerry, een hard plastic figuurtje. Dat is leuk. K04, nummer 10. Hallo, die hebben we dus niet. Nou, hey. Hè? Quest'anno l'autunno arriva con una sorpresa. Kinder sorpresa, con più latte e meno cacao. Ciao mamma, guarda cosa ho fatto a scuola. Bravo, è proprio bello. Ti piace mamma? Sì, ma guarda cosa ho qui per te. Kinder sorpresa. Certo, Kinder sorpresa ha latte e cioccolato fuori e dentro sempre una bellissima sorpresa. Kinder sorpresa, un sorriso felice. Dalla Ferrero Kinder Division, alimentazione specializzata per i ragazzi. Vse so prišle iz Nemčije, kupljene so preko eBaya. Zdaj bom pa pogledala, če je kakšna figurca taka noter, ker jo nimam. Ker večinoma je to tako, da kupim veliko količino figurc, na kar je samo ene par takih, da jih nimam. Približno denarja, zdaj ne vem, če bi sploh povedala, da bo mož slišal in bo hud, ne? Mislim, da tam nekje okrog na mesec okrog 300-400 evrov. Težko sem si privoščila kupiti figurce in jajčka, ne? Ampak sem se pa pač znajdla tako, da nisem šla niti k frizerju, niti sem si kupila kaj za obleč, ampak sem dala vse za figurce, ne? Il tutto ebbe inizio con il sogno di Michele Ferrero, il figlio di un cioccolatiere. Voleva inventare qualcosa di geniale, di unico. Voleva ideare un prodotto che avrebbe creato un bisogno. E inoltre cercava un nuovo mercato. Decise di mirare ai bambini perché loro erano quelli che sarebbero diventati i consumatori del futuro. Una vecchia tradizione italiana gli diede l'idea. In Italia c'è la tradizione di mettere, diciamo, un giocattolo dentro l'uovo di Pasqua. Tradizione che è solo italiana. Io so che nei paesi stranieri non c'è questa abitudine. So che in linea di massima vengono messe delle praline, dei cioccolatini, dei prodotti comunque da mangiare. Mentre... Noi, essendo artigiani, abbiamo la possibilità di mettere le sorprese all'interno delle uova personalizzate. Esempio, il ragazzino o la ragazzina che vuol fare il regalo a lui o a lei ci porta, non lo so, l'anellino, il braccialetto e noi glielo chiudiamo all'interno dell'uovo che poi lei o lui consegna alla sua dolce metà. We gaan vandaag naar Duitsland eieren halen, de nieuwe voetbalserie. Het kan makkelijk zijn als ze pas in 2007 of 2008 in Nederland komen. Dus het lijkt erop dat het restant wat er dan in Duitsland nog ligt, dat in Nederland op een gegeven moment verkocht wordt. Boom is zo, hè?
Ja, je kunt niks voelen, hè? Ik hoop eigenlijk dat die magneetjes, dat je daar op een of andere manier... Ja, maar dat zijn dat... Ik weet het niet. Is dat een nieuwe serie of de oude? Nou? Ja, die rammelt wel. Deze rammelt ook niet. Deze heeft wel een mooie rammel trouwens. Die rammelt nou zeker. Deze rammelt niet. Maak die maar open. Ja? Kijk maar. Oké. Foute theorie. In welke... Ga die opstaan eten. Ja, diese Ausstellung, das Gelbe vom Ei, 30 Jahre Kinderüberraschung, ist ja auf den ersten Blick eher für ein Museum für angewandte Kunst sehr ungewöhnlich, weil es eigentlich Everyday Products sind. Auf der anderen Seite ist die Reichhaltigkeit dieser kleinen Kapselinhalte der Überraschungseier ungewöhnlich groß. Es hat schon fast enzyklopädische Dimensionen. Man schätzt ungefähr, es gibt 15.000 verschiedene Kapselinhalte in diesen 30 Jahren. Und wenn Sie sich klar machen, dass inzwischen in den letzten Jahren von jeder Figur mindestens 1 Million Stücke hergestellt werden, dann kommen Sie auf eine Gesamtzahl, die sehr bemerkenswert ist. Denn auf jeden Menschen auf der Erde kommen statistisch dann ungefähr 4 oder 5 solche Figuren. Hier arbeite ich, das ist dieser ganze Bereich, den habe ich mir im Laufe der Jahre so aufgebaut, meine eigene Ordnung geschaffen. Ich glaube auch kaum, dass sich hier ein anderer zurechtfinden wird. Es sind so viele, zigtausend verschiedene Artikel, es weiß keiner, was hier ist und wie viel hier ist und es ist einfach gigantisch und super, super vielfältig. Einzelne Figuren, Steckfiguren, Autos, Schiffe, Flugzeuge, Maxi-Ei, alles was das Ü-Ei betrifft, alles rundherum von den Werbemitteln, von Dekormitteln, es ist alles da. Poster in ausreichender Anzahl, jede Menge Figuren. Wir können dann hier noch weitergehen. Hier sind meine ganzen Palettenanhänger, was im Laufe der Jahre auch immer mehr zu einem Sammelgebiet geworden ist. Aber es gibt gewisse Stücke, wenn ich die nur einmal bekomme oder zweimal bekomme, ich verkaufe sie nur sehr, sehr ungern. Weil man fühlt sich doch schon ein bisschen in die Kindheit zurückgesetzt und man möchte diese Dinge doch am liebsten behalten. Meine Arbeit beinhaltet Bestellungen, die eingehen zu bearbeiten. Bestellungen kommen zum größten Teil aus Deutschland, aber auch sehr viel aus Österreich, Belgien, Luxemburg, Italien.
beziehungsweise manchmal auch aus Asien oder Kanada. Zum großen Teil haben wir alles da. Das teuerste Stück von den alten Figuren ab 1981 ist dieser Satz hier. Das ist hier einmal der Eierlaufschlumpf wegen seinem Löffel und dem Ei. Der kostet zurzeit 740 Euro. Ebenso der Stelzenschlumpf, der auch um die 740 Euro rum kostet. Der ist deswegen so teuer, weil diese kleinen Zubehörteile, diese Stelze von dem Stelzenschlumpf, ist in der Regel verloren gegangen. Früher wurden diese Figuren nicht gesammelt, sondern diese Figuren waren Spielzeug. Und somit sind diese Stelzen entweder weg oder kaputt. Mittlerweile ist es für die Sammler zum Kult geworden. Viele sammeln, weil sie keine anderen Hobbys haben. Sie suchen sich einen Freizeitausgleich. Diese Figuren sehen schön aus. Man kann sie schön in eine Vitrine stellen. Und man hat seinen Spaß dran. Ich habe es entdeckt. Da sitzt ein Figürchen in, als es gut ist, mit einem Magnetje. Dus als dan het kompas uitslaat, dan zit er een in met de magneet. Ja, die gaat echt heel erg op en neer. Ja, bij drie stuks wel, bij deze niet. Dus als de theorie klopt, dus moet er eentje in zitten. Die ook, die gaat als een gek op en neer. Nou, kijk hè. Ja. Krijg ze toch gebakken? Oké. Okay. Yes. Dan ga ik eventjes hier kijken. Werkt, hè? Ja, die is het. Die ook. Yes. Ja, dit is een geluksdoos. Ja, dus dit is een kompas. Ja, niet aan magneet. Oh, ik krijg het er volgens mijn zenuwen. Iedereen staat te kijken, daar kan ik niet tegen. Alle andere kindertjes hebben geen voetballertjes straks. Zo. Zwicht aan omdat er keine meer drin zijn? Dat was het. Bestel is niet. Wat zegt hij nou? Wat sagst du? Sorry. Da sind jetzt wahrscheinlich keine Figuren mehr drin, oder? Ja. Sie haben jetzt wahrscheinlich alle schon rausgeholt. Nein, hier. Ja. Je darf einen pakken. Hij zegt, ben je nou al die figuren aan het halen, zegt hij. Net of hij 50 van die pakken wil kopen. Hij heeft één pak in zijn handen. Ja, eigenlijk is het wel begrijpelijk natuurlijk, want de bovenste 20 treetjes zit niks meer in nu. Als het goed is. Mensen die weten dus dat er over een half jaar een bepaalde serie uitkomt. Echt nog lang voordat de serie er werkelijk is. Dat is eigenlijk best wel geheimzinnig. Heel spannend. Terwijl het een verrassingsei is. Dus in wezen moet je niet van tevoren weten wat erin zit. Nou, ik denk dat het een beetje van binnenuit zou kunnen komen. Want natuurlijk is Ferrero er wel bij gebaat dat er rugbaarheid aangegeven wordt. Daardoor zijn mensen wel enthousiast om het te gaan kopen. Als het echt allemaal één grote verrassing zou zijn, zou het ook voor sommige mensen weer minder aantrekkelijk zijn. Het is niet nur een humor voor kinderen zum Spielen, einfach nur Spaß, sondern fast schon een dadaistische Herangehensweise, ein dadaistischer Humor oder eine Fantasie, die sehr genau auch für Erwachsene funktioniert. Damit meine ich eigentlich Verfremdungsebenen, Ebenen der Fantasie, die aus bestimmten Realen, das ist so, als wenn Salvador Dali sich das ausgedacht hätte und auf die Leinwand gemalt hat. Da sieht man zum Beispiel hier eine Serie von Traumautos, kann man sagen, oder auch surrealen Autos,
Das könnte ja unmittelbar eine Produktion für einen Science-Fiction-Film in Hollywood sein. Aber wenn Sie sich dann die Zeichnungen anschauen, dann haben die auch eine Entwurfsprofessionalität, wo man vermuten könnte, die kommen aus einem professionellen Entwurfsstudio für die Autoindustrie. Natürlich sind das professionelle Designer, die an Designhochschulen studiert haben, die dann irgendwann sozusagen bei dem Unternehmen landen. Die bleiben aber anonym. Die Namen werden nie dazu geschrieben, die werden auch nie in der Presse publiziert. Und der Hauptgrund dafür ist nicht sozusagen eine Bescheidenheit dieser jungen Leute, die die Figuren entwerfen, sondern es ist die Angst des Unternehmens, dass diese Designer abgeworben werden von Konkurrenzunternehmen, die es ja durchaus gibt. Ja, aber da muss ich suchen gehen. Ich muss im anderen Raum gehen. Okay. Ja. Was gibt's da in dem Raum? Bitte? Was gibt's da in dem Raum? Viele Sachen. Ja? Von Ferrero? Alles geheim. Warum ist das geheim? Weil es geheim ist. Ja, deswegen sind auch Gitter überall und alles geschlossen und es ist wie ein Fort Knox hier. Ja, ich habe einen Vertrag mit Ferrero und das ist alles vertraulich zu behandeln. Ja, dass nichts gesagt wird, also auf keinen Fall das, was noch nicht veröffentlicht wurde. Alles, was noch in Arbeit ist oder was einfach noch nicht veröffentlicht ist, das bleibt ein Geheimnis. Hat es möglich Konsequenzen, wenn Sie in ziemlicher Öffentlichkeit sprechen über Ihren Beruf? Ob es Konsequenzen hat, das werde ich sehen, weil das ist das erste Mal, wo ich es mache. Also, ich rufe Sie an, wenn es Konsequenzen hat. Ihr Name ist geheim. So bekommen Sie dann Anerkennung. Für Kinderüberraschung nein, weil niemand weiß das. Nein. Also es gibt vielleicht 20 Leute, die wissen, dass ich für Kinderüberraschung zeichne, aber sonst, wer weiß das schon? Frustrierend. Frustrierend. Es ist frustrierend, wenn man neue Aufträge sucht und niemand glaubt einem, dass man das ist, weil es eben so geheim ist, dass niemand das weiß. Und wenn man eine neue Arbeit sucht und sagt, ich habe das und das gemacht, ja, das sagen alle. Jawel! Cheers. Die is leuk. Die is echt leuk. Kijk nou. Nou, dan hebben we al twee. Ah, oh, die is echt leuk. Ik vind het zo leuk. Yes! Maar het klopt perfect. Klopt, hè? De andere, ah, die is ook leuk. Ah. Rood. Dit is een witte. Dus een witte hebben we in principe compleet. Hé, hey, een gele! Wow! Die gele! Dat is mooi. Maar voorlopig hebben jullie genoeg eieren gekocht voor een heel jaar? Voor dit jaar? Nee hoor, nee. Dit is pas... Ja, maar dit van deze serie wel. Nee, van dit jaar, zegt Monique. Oh. Nee, want dit is alleen van deze uitgave, zeg maar. Dus over 3 maanden komt er weer iets nieuws uit, een nieuwe serie. En dan kopen we daar ook weer zo'n partij groen, klopt. En van rood moeten we er nog heen. Ja? Gele moeten we allemaal nog. Ja? Dat die helemaal nog. Want dat gebeurt dus ook vaak, hè? Dat er één figuurtje van een hele serie overal in ontbreekt. En dan een maand later zitten ze ineens wel overal in. Ja. Dus dan denk ik dat Ferrero erop zinspeelt. Dat je die figuurtjes uitpakt en je denkt, jee, ik mis er nog één. En een maand later ga ik nog een keer proberen. Je blijft ze proberen tot ze er wel in zitten.
Ja. Dus de bedoeling is eigenlijk dat jullie meer kopen? Om te laten kopen, tuurlijk. Ja. En hoe voelt het dan als je dat dan ook doet? Ja, we doen het omdat je het wil, hè? Want als wij het per se niet zouden willen, dan zouden we nu zeggen van, nou, we kopen niks meer. We hebben er 12 en die andere 3 die krijgen we wel door te ruilen of weet ik het. Ja. Maar je zou zeggen dat dus Ferrero erin slaagt met de marketing. Tuurlijk, ja hoor, zeker weten. Dat vind je niet erg? Nee, vind ik persoonlijk niet erg, want daar kies je voor. Je kiest ervoor om, als je dit gaat sparen, dan kies je ervoor om met hun strategie mee te gaan eigenlijk. Wil je dat niet? Maar als je daar een hekel aan zou hebben, dan zou je er gauw mee ophouden. Want dan krijg je daar steeds meer een hekel aan. Wenn heute alles klappt und wenn alles gut geht, werden wir die neue Figurenserie erhalten. Das sind Leute, die die Ware bekommen, bevor die Figuren in das Werk gekommen sind. Wir möchten Bilder davon machen, aber wir brauchen die Figuren für den Katalog. Ferrero möchte das nicht, dass diese Ware schon vorher gehandelt wird, vorher verkauft wird, sodass im Prinzip schon Wochen vorher jeder Sammler weiß, aha, im August gibt es jetzt diese Serie, im Herbst kommt diese Serie, die Überraschung ist weg. Das war vor 4, 5 Jahren sehr schlimm in Italien. Da sind immer vorher Tausende von Sätzen schon unterwegs gewesen. Ferrero hat sich das einige Jahre lang angeschaut und hat dann eine Großrazzia mit Staatsanwaltschaft, Polizei gemacht, gleichzeitig in mehrere Städte, in mehrere Häuser, in mehrere Gebäuden und hat die Leute festgenommen. Meines Erachtens ist es so, dass diese Leute heute noch im Gefängnis sitzen. Und in Italien ist es jetzt besonders schwer, weil jeder hat Angst davor, was Ferrero tun kann, was Ferrero gemacht hat. Hallo, wie geht's dir? Oh, prima. So. Sachen her. Zwei Stück fehlen ja noch. Ja, aber hier kann ich nicht ran, leider. Wie wir hier sehen, das ist das Mädchen. Und diese Kleine hier. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. So. Jawohl. Ja, die Bilder sind einwandfrei. Es ist wirklich ärgerlich, wenn man diese Figuren bekommt und die Bilder sind dann schlecht geworden, weil ich habe keinen Namen von dieser Person, ich habe keine Telefonnummer. Ich könnte ihn also jetzt nicht anrufen und könnte sagen, bringen Sie mir noch mal her, die Bilder sind schlecht. Und ansonsten haben wir keinen Kontakt zu dieser Person. We hebben hier toch een klein beetje ruimtegebrek. Je kunt natuurlijk niet alles volzetten. Terwijl, als ik dan zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen van zet die kast maar ergens anders en dan komen daar nog vitrinekasten. Aati houdt bijvoorbeeld van lekker ruimtelijk wonen. Er is gewoon geen ruimte meer, dus er kan ook niks meer bij. Een toevoegende waarde aan, aan de gezelligheid in het huis, die kasten. Toch. Dit gaat dan wel, ja? Maar er moet niet meer bij komen. Maar als je zonder Aad zou leven hier? Ja, dan zou ik het anders inrichten, denk ik. Ja, toch wel. Hoe dan? Ja, dan zou ik de bank misschien voor het raam zetten en dan kun je daar nog wel meer kasten kwijt. Ja. Heb je geen uitzicht naar buiten, Ellie? Nou, kun je lekker naar buiten kijken. We hebben de serie compleet. Maar dat meen je niet? Ja, laatste. Ah, een olie. Och, kijk nou. Goed deze kijken. Dit is belangrijk. Dit is een schaatje. Kijk, leuk. De kijk, hè? Wacht even, hey, ze is aan het filmen. Oh. Nee, maar kleur. Nee, dat hoeft toch niet? Jawel. Kijk hoeveel we er hebben, Aad. Nee, je moet naar de kleur kijken. Is het verkeerd al om te beginnen? Als je moest kiezen, dat is altijd een lastige vraag. Aad of de hobby? Jee, maar de of de record? Phew. Nou, ja. Dat duurt erg lang, vind ik. Nachtje overslapen? Nou ja, het zijn twee uitersten, hè? Aad en hobby, ik bedoel. Dat is moeilijk kiezen.
natuurlijk. En als het allebei op elkaar lijkt, dan is het iets makkelijker te kiezen. Nou, ik zal wel zeggen Aad. Goed? Meen je het ook? Ja, ik denk het niet. Wir machen das schon traditionsgemäß, ich denke mal jetzt schon seit knapp 10 Jahren gibt es jetzt hier die Börse in Dreieich. Das ist eine Börse, die wir 4-mal im Jahr veranstalten. Es ist, denke ich mal, die größte Börse in ganz Deutschland bzw. Europa. Ja, da wird halt immer gesucht. Sandy? Nee, die habe ich nicht. Nur die. Sandy wird gesucht, Thaddeus wird gesucht und Plankton. Nee, die sind da. Das sind genau die, die, die überall fehlen. Genau. Ja. Nee, die haben also auch genug. Was halt fehlt, sind wirklich diese drei Figuren. Diese drei, ich weiß. Sandy ist die schlimmste. Ja, ich habe es ein paar gehabt, 5 Stück und habe es ja gegeben. Zwei verschiedene gibt es, glaube ich. Gibt es da 2 verschiedene? Drehbarer Kopf und feststehender Kopf. Es gibt ja so viele Varianten. Kennen Sie die alle auswendig? Ich meine jetzt überhaupt. Ja, mäßig. Ja. Wie lange machen Sie das schon? Mindestens 10 Jahre. Oh, oder du, wir waren ja mobile. Ja, genau. Check, please. Okay. I spend $1,000 when I come through here. This is what I'm looking for. Nobody has these. A little bit expensive. Yeah? Yep. Yeah. Very, very expensive. How much is it? 3,000. 3,000? Yes. Altogether? Yes. No problem. Yeah. Oh, yeah. You look around here. There's only 2 people that's got it. This car right here, worth 500 euros. These are my extra ones I want to trade, but nobody has nothing what I need. So. Ich habe jetzt zum ersten Mal den Beipackzettel bekommen, Barmy Bunnies aus Irland. Der Preis liegt bei 5.000 Euro. Bessere Stücke hier, 1050, 195, 175. Ja, was ist die teure? Wie viel ist das? Steht dran. 399.
3.099. Die Uhr gibt es zweimal. Gut. Und denken Sie, dass es Sammler gibt, die das die Figur geht bezahlen? Höchstwahrscheinlich morgen aus. Ja? Unglaublich. Mich wundert es eigentlich, dass alle so erstaunt sind. Wissen Sie warum? Nein. Tun Sie, die Figur für 4.000 Euro, die gibt es zweimal. Ja. Wenn Sie jetzt eine deutsche Briefmarke nehmen, die es zehnmal gibt, die kosten alle über 100.000 Euro. Mhm. Und da wundert sich jeder bei einer Figur, die es zweimal gibt, dass die 4.000 Euro kostet. Das heißt, da ist Potenzial nach oben unbegrenzt. Die Figur kostet in 5 Jahren 10.000, 15.000 Euro. Hippos. Aus diesen Figuren musste man etwas entwickeln. Man kann nicht einfach Figuren in die Welt setzen, die einfach da sind, sondern man musste ein bisschen eine Idee, ein Umfeld, ein Guide entwickeln, um das zu präsentieren. Das war die Idee, dass es am Strand sein soll. So, da haben Sie die erste Happy Hippos. Ich finde, die waren noch ein bisschen unbeholfen. Ja, wie kann man es besser sagen? Mhm. Ein bisschen unbeholfen, also nie. Aber die waren schon sehr nett. Sind Sie stolz drauf? Ja. Das sind Polaroids von den ersten Entwürfen. Ist, dass es niedlich, nett, freundlich. Manchmal sind die Figuren auch ein bisschen frech, aber nie richtig gemein. Also wenn man hier diese Figur zum Beispiel sieht, sie hat einen etwas grimmiger Ausdruck. Wenn sie aber umdrehen, dann schaut sie wieder freundlich aus. Ja, ich denke, die Figuren sollen vermitteln, dass man auch alle zusammen gut leben kann, wenn man es nur will. Und was ist Ihr Traum? Oh, mein Traum. Ich möchte fliegen können. Warum? Nee, ich träume schon immer davon, dass ich fliegen kann. Freiheit? Vielleicht. Bei den ersten Gesprächen in den Büros von Ferrero waren immer Firmen, Juristen und Anwälte dabei, weil sie doch am Anfang so ein bisschen eventuell die Befürchtung hatten, wir wollen so etwas machen wie Industriespionage, was uns ja nun durchaus fern liegt. Wir wollten eigentlich eine anspruchsvolle kulturhistorische Ausstellung machen. Also wenn du die Sammlung hast, dann geht's dir schon gut.
Dies ist eine sehr spezielle Sache in der Ausstellung, fast schon ein Betriebsgeheimnis, kann man sagen, überhaupt zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Ein tatsächliches Werkzeug, in dem eine solche Ganzfigur gegossen wird, hat in China, wo das alles produziert wird, dazu gedient, 1 Million Figuren abzugießen. Hier daneben kann man dann sehen, wie sie aus dem Werkzeug sozusagen herauskommen. Dann wird es zusammengesetzt und bemalt. Da sitzen dann also in einer großen Industriehalle 1000 tapfere Chinesen, oft übrigens ehemalige Porzellanmaler, die dieses Handwerk sehr genau beherrschen und gelernt haben. Und ich habe mir sagen lassen, die haben dann fließbandmäßig zwischen jedem Finger einen Pinsel geklemmt für jede Farbe. Dann kommen die Figuren auf dem Fließband vorbei und dann nehmen die den einen Pinsel und machen eben die rote Farbe und mit dem nächsten die blaue Farbe. Auch diese Figuren sind ja unmittelbar Unikate, die gibt es wirklich nur ein einziges Mal. Insofern habe ich mich gewundert, dass nicht ein hartnäckiger Sammler mit einem Vorschlaghammer in die Ausstellung gekommen ist, um diese Figuren zu holen. Meno cacao e più latte. Quello era lo slogan con cui Michele Ferrero conquistò le madri d'Italia. E se credettero alla sua filosofia, che col uovo sorpresa avrebbero dato ai loro figli uno snack sano e sicuro. La sorpresa, un giochino educativo che avrebbe stimolato sia la manualità che la fantasia dei loro bambini, in poco tempo diventò un gran successo. Michele Ferrero vive in gran isolamento nella sua villa su una collina intorno ad Alba che scherzando viene chiamata Ferrero Town. Isolandosi e senza lasciare trapelare nessuna informazione sul procedimento di produzione dell'ovetto Kinder Sorpresa, Ferrero è riuscito a dare un significato quasi magico al suo regalo di cioccolato. Ja, zdaj gremo najprej v Italijo, ker so zdaj išle nove serije, in sicer dve. Potem pa naprej v Avstrijo, spet po novo serijo. Kupam mogoče 2, 3 ali 4 škatle in nikoli ne dobim cele serije, na kar moram spet ponovno še enkrat v Italijo ali pa v Avstrijo ali pa mogoče na Mađarsko. Ne? In toliko časa moram to ponavljati, da dobim celo serijo. Danes peljamo cirka 600 km. Ta mesec sem bila zdaj že četrtič, grem zdaj v Italijo. Weet je wat het is? Ik weet niet meer wat ik besteld heb. Oh jee. Oh, dat is een kerstding. Oh, dat is een kerstmaxi. Wow. Leuk, hoeveel zin is het? Ja. Kijk nou. Orkest. De kersthelikopter. Oh, kijk. Leuk, het is vaak allemaal al zo serieus. Hè? Je moet werken, je moet je huishouden doen, je moet kinderen opvoeden. Je bent 9 van de 10 dagen van het jaar ben je bezig met serieuze dingen. En dan denk ik van, gewoon leuk, lekker, gezellig, op een leuke manier met speeltjes.
Ik speel met Barbie-poppen spelen, doe ik niet meer. Maar dit is gewoon een leuke manier om toch met, ja, met speelgoed bezig te zijn. Eigenlijk, het heeft als nut dat het ons leven verrijkt. Jij hoeft nooit te zeggen, wat zal ik nou weer doen vandaag? Nooit, ik verveel me nooit. Nee. Nee. Nee, jij trouwens ook niet. Nee. Nee. Ik kom wel eens mensen tegen die niks verzamelen. Dat ik zeg van, nou, verzamel jij ook? Nee, ik verzamel niks. Ik kan er me sowieso niks bij voorstellen. Ik wil niet zo ver gaan dat ik zeg van, nou, die mensen zijn saai. Maar ze leiden wel een saaier leven, vind ik, dan wij zelf. Even kijken. Dat ja. Is haar. Nou, mij lukt het nou natuurlijk niet. Yes, kijk. Leuk, hè? Oh, dit is leuk. Ik wijd het voornamelijk aan het woord. Gewoon, het is een kindersurprise. Dus je mag het als volwassene eigenlijk niet leuk vinden. Ja, je mag het wel leuk vinden, maar dan voor je kinderen. Zo gauw je kinderen uit beeld zijn en je gaat ermee verder, ja, dan wordt het al een beetje kritiek. Klozismo po Wall Street. Tastere kude potrošila pola Jagora. Te ni merila, ne? Ker če bi eno figurco zbiral, pa bi mogel biti z eno srečo, ne moš stalno v drugi srečo iskati, ne? To se pravi, to relativno. Kiro? To. Samo okay. Težko. Ne slojka, ne vzel. Ker je škatla. Tole. Ja, pazi, da ti ne bo dol padel. Ja, ja, ti sprestav me. Daj me, bom jaz prijela. Ne. Pa ni ta prava, ne? Je, je. A dam to ti? Sej dost. Serija je ista, mislim, ista kot pri nas ali pa v Italiji, ampak so listki drugačni. Uh-huh. In zaradi tega moram kupati toliko in toliko, pa upati, da bom dobila celo serijo listko, ne? Padel bo. Ja, vse sem vedela, kaj ne dvigneš vozička. Ti ga ne dvigneš, jaz ga dvignem. Jaz ga dvignem. Še ista figurca. Malo me jezi, ne? Ker lahko, da bom odprla vse, pa ne bom uspela imeti eno kompletno serijo. No, imamo srečo, še enkrat je ista figurca, ne? Zdaj, ampak očitno zgleda, da so v celi tej škatli samo ena in edina figurca. Ne boste verjela, še ena ista. Ne, sem res že nervozna, če bo še kakšen od teh. Zdaj, ali je to politika Ferrera ali ni, ne vem. Servus, Klaus. Ah, hallo. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ich denke, dass es falsch ist. Das ist einmal hier und hier habe ich ein Originales. Gut, dann legen wir das Original einmal auf die Seite. Es bleibt liegen, so wie es liegen bleiben muss. So, die Fälschung stellt sich hin. Ja. Ja. So, was haben wir noch? Und das ist dann das Replikat. Ja. Und zwar wurden früher in der Farbe wurden gewisse Rohstoffe verwendet, die dürfen heute leider nicht mehr verwendet werden. Das sind sogenannte Aufheller.
Die werden natürlich unter UV-Licht dann auch aktiviert. Das heißt, die Farbe leuchtet dann hell auf. Ja, aber es gibt mittlerweile die neuesten Fälschungen, die auf dem Markt sind. Da werden die Komplettfälschungen eingesprüht mit so einem Spray. Okay. Und das heißt, auch diese Fälschungen leuchten unter UV-Licht. Und die neuen Replikate seit einem Jahr, das sind sogenannte Dentalreplikate. Die kommen überwiegend, die Produktionsstätten sind im Ostblock drüben, die werden also in Zahnarztlabors hergestellt, dental. Die nehmen einen Abdruck von einer Originalfigur. Zu unserem Missfallen kopieren die genau die Echtheitsmerkmale, die eigentlich das Original aufweist, mit. Nur es entsteht ein Problem, daran ist es noch zu erkennen. Beim Rausmachen entsteht so eine kleine Doppelnaht. Das haben wir jetzt auch veröffentlicht vor einem halben Jahr. Was haben die Herren gemacht? Sind hergegangen, machen weiterhin Dentalreplis. Die noch nicht bemalten Figuren wird jetzt die doppelte Naht weggeschrubbelt. Mit feinem Schmeckelpapieren wird dann dick übermalt. Aber auch da gibt es Möglichkeiten nachzugucken. Ja. Wir haben also wirklich unsere Luben, die können bis 150-fach vergrößern. Man sieht durch die Farbe durch, dass doch noch ein kleiner Strich nach unten geht. Ja. Für einen Laie ist es sehr schwer zu erkennen. Das heutzutage leider Gottes eBay die beste Quelle. Wir wissen namentlich von 8, 9 Personen, die das herstellen. Wir wissen das. Und einige haben sich auch dazu bekannt und sagen, na und, ich verdiene damit Geld. Das sind Fälschungen. Dann habe ich hier die Originale liegen. Die Originale. Gut. Ist das der richtige? Ja. So? Okay. Das ist der neue Katalog, eben frisch aus der Druckerei gekommen. Sehr zufrieden, das passt. Exemplar für mich? Jawohl, das ist ein Exemplar für Sie. Das ist wirklich die Bibel für die Sammler. Ja, das ist das Nonplusultra, das ist das, worauf jeder Sammler wartet. Ist das in Euro? Bitte? Ist der Betrag in Euro Betrag? Der ist in Euro, ja. Ich bin ein sehr reicher Mann. Warum? 690 Euro. Es ist unfassbar. Das ist. Ich glaube bald, dass die Sache teurer sein werden als das, was ich dafür bekommen habe. Die habe ich auch gemacht hier. Aber ich nehme sie alle. Nehmen Sie alle? Ja. Und diese Figuren da, ja. Die sind jetzt ganz neu, ja? Das sind die ganz neuen, genau. Was haben Sie für ein Gefühl bei den Figuren? Die Kinder, die sind da jetzt heißer drauf. Und warum glauben Sie, dass es so ist? Vielleicht wollten Sie die ansprechen, dass Sie dadurch jetzt mehr Gewinne hoffen, weil Sie denken, die Sammler kaufen sowieso, ja, egal was wir jetzt reintun. Mhm. Ja, aber die Kinder haben immer weniger gekauft. Also müssen wir jetzt schauen, dass wir die auch dazu animieren, jetzt doch mal das eine oder andere mitzunehmen. Manche fehlen mir, weil ich nie Belege bekommen habe und dann muss ich sie irgendwo kaufen gehen. Ich bekomme sie sonst nicht. Nein. Nein. Warum nicht?
Ferrero hat keine, sagt man mir. Und ja, da muss ich viel Geld verdienen, um meine eigenen Sachen zurückzukaufen. Ja, das ist. Grüß Gott. Steh mal nicht auf, ausnahmsweise. Nein, muss nicht sein. Ich kenne Sie schon seit vielen Jahren vom Internet. Ich habe hier Beipackzettel und ich wollte fragen, ob Sie nachschauen können. Kein Problem. Ob Sie in Ordnung sind oder nicht. Diese zwei hier. Mit den dicken Pinnendaumen. Mit den 3 dicken wären Pinnendaumen. Das ist okay. Der Zettel ist sehr wertvoll. Ne? Der hier ist richtig wertvoll. Im Moment werden 500 werden so bezahlt für den Möbelzettel. Ja. Aber der Preis wird steigen, weil es gibt nicht sehr viele. Was würden Sie bezahlen für die Originalzeichnung, die als Vorlage dazu gedient hat? Ich denke mal, ein Händler würde für die Originalzeichnungen sicherlich zwischen 3.000 und 5.000 Euro bezahlen. Das ist realistisch. Es gibt Sammler, die so viel Geld für sowas ausgeben. Also ich persönlich gebe nicht so viel aus, aber es gibt Sammler, die das tun. Mit Sicherheit. Das sieht zu mir ohne Erstmal. Ich bin reich. Ich bin in meinem Atelier und zeichne und male und weiß von dem hier überhaupt nichts. Weil ich habe keine Zeit hinzugehen und es ist für mich ein fremdes Land. Also alles, was hier passiert, auch mit dieser ultraviolette Lampen und so, das ist eine Industrie für sich geworden. Also ich habe nicht gedacht, dass mit meinen kleinen Zeichnungen so eine riesige Sache entsteht. Die Pop ist ja auch noch drin. Weil es mich interessiert, warum zwei meiner Zeichnungen drauf sind und innen gar keine davon. Ja. Ihre Zeichnungen? Ja. Haben Sie die gezeichnet? Ja, die zwei. Aber die anderen nicht. Und deswegen frage ich mich, warum die zwei drauf sind. Sie haben die für Ferrero gezeichnet? Ja. Aha. Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Haben Sie noch Bilder von denen? Ja. Schenke ich Ihnen, wenn Sie möchten. Das sind die zwei Motive, ja? Danke. Bitte. Das ist interessant. Aber designed haben Sie die nicht. So ein Zeichen versteckt? Ja. Ich sehe es, ja? Ja, also. Toll. Das ist ja toll. Und haben Sie überall versteckt, ja? Und überall ist es irgendwo versteckt, was ich gemacht habe. Aha, also in 99% der Fälle, ja? Aha. Das ist toll. Haben Sie immer die Referenzsubstanzen, die Referenzstücke zu Hause? Ich habe die Originale. Die Originale? Ja. Haben Sie alle? Ja. Fast. Manche sind verschwunden. Würden Sie die auch an Sammlerteilstücke abgeben? Ich kann das. Manche darf ich jetzt, ja. Mhm. Hätten Sie eine Karte da? Pronti per la sorpresa? Con Kinder Sorpresa i nostri figli hanno l'emozione di una sorpresa sempre diversa. Più di 100 giochi che stimolano la loro fantasia. E il nutrimento del buon cioccolato Kinder. Mamma, sei bravissima! Kinder Sorpresa, un'emozione che aiuta a crescere. Die ist leuk!
gibt keine Rundgänge, keine Führungen. Ferrero lässt niemanden zu. Alle Mitarbeiter dort sind angewiesen, keine Informationen nach draußen gehen zu lassen. Sollte ein Mitarbeiter eine Figur oder sonstiges mitnehmen, er wird dabei erwischt, ist er sofort arbeitslos. Also Ferrero, gerade Stadt Allendorf, ist das bestbewachteste Geheimnis von Ferrero selbst. Und deswegen denke ich auch, wird in den nächsten 10, 20 Jahren kein Sammler dort jemals einen Zugang zu diesen Dingen bekommen. Und das macht das Ganze, denke ich, schon spannend. Und es könnte schon durchaus gewollt sein, dass da so ein Mysterium drumherum aufgebaut wird. Und das ist einfach so. Es ist riesig geworden, es war ein gigantischer Markt. Mittlerweile versucht Ferrero, den kompletten Weltmarkt zu erschließen. Avrei proprio voluto averla io l'idea del Kinder Sorpresa. Vorrei anche, se fosse possibile, vendere un uovo al giorno per tutto l'anno. Che non sarebbe male. Das sind alle sehr wichtige Sachen. Fürs Leben unentbehrlich. Viele Leute fragen sich, wie die Menschheit bis heute ohne diese Spielzeuge erlebt hat.